Hallo? Mein Gott, wir hatten ein bisschen technische Probleme, ne? Wollten wir Wollten mehr? wir mehr? Ja, die Leute haben mich gerade gar nicht gehört, weil mein Mic war jetzt noch für die Außenwelt gemutet und für dich nicht. Ja, wir haben ja noch nicht viel gesprochen. Ey, Leute, wir hatten so ein paar, wir wollten noch ein bisschen was verändern an den Einstellungen, was Audio betrifft. Und haben uns dann jetzt doch dazu entschieden, das also auch die andere Schiene zu machen. Ne? Deshalb, Genau. moin, Genau. moin, liebe Gang, moin, moin, liebe Seiner. Ich hoffe, es geht euch gut. Björn ist hier unter mir. Ich glaube, ich müsste mal da mein Abo-Goal wegmachen oder so, oder? Okay, viel mehr Bild hat man dann trotzdem nicht von mir. Wollte halt, dass man den Sünd ein bisschen besser sieht. Entschuldigt, ich habe halt nur die eine Cam. Das heißt, ihr seht immer mich und den Sünd gleichzeitig. Ja, gute, gute, gute. Ja, Björn, wir kriegen das jetzt auf den Appel, oder? So wie wir es jetzt geplant haben. Super, super. Ich höre Ich höre dich. Ich natürlich höre jetzt den natürlich jetzt den Sound nicht Sound in High nicht in High Quality, sondern Quality, einfach sondern einfach einfach das, das, was was über über die die Lautsprecher Lautsprecher ins ins Mikrofon Mikrofon geht. geht. Da wird sich Da viel wird sich viel versenden. versenden. Aber ich bin auch Aber ich ganz bin auch ganz ehrlich, ehrlich, ich ich möchte möchte die die Sache Sache gar gar nicht nicht bewerten, bewerten, weil weil wir ja, wir kämpfen zwar nicht Zwar nicht gegeneinander, gegeneinander, sondern sondern irgendwie irgendwie ist es ja kein ist es ja kein Wettbewerb Wettbewerb untereinander, untereinander, aber ich aber ich möchte möchte das irgendwie das nicht irgendwie nicht beeinflussen irgendwie, beeinflussen sondern irgendwie, sondern deswegen, deswegen, ich bin einfach ich bin da, einfach guck da, zu guck zu und und lass das mal lass ganz das mal ganz wertfrei. wertfrei. Ja, Genau, ja. ja, ich mache das auch. Also ich werde, wie gesagt, den Björn, wie gesagt, wir werden so ein bisschen miteinander sprechen. Achso, ja, Björn hat Delay. Das kann sein, weil man den Björn dann jetzt über mein Mikrofon nochmal hört. Warte, ich muss dann mal hier meine Boxen leiser machen. Wir müssen da so ein bisschen, das ist das erste Mal, dass ich sowas auf die Art und Weise mache. Ja, ich werde den Chat auch so ein bisschen nicht beachten. Der Björn wird sich um euch kümmern. Und immer wenn irgendjemand denkt, warum ist denn hier der Witte so kommunikationslos? Ich muss sagen, ich hatte kaum Zeit, mich um diesen Sync zu kümmern. Und ich muss so ein bisschen gucken, dass der Stream läuft. Ne? Also ich bin gerade Multitasker 1000 hier. Also verzeiht mir, wenn irgendwie ihr euch vernachlässigt fühlt. Aber es geht hauptsächlich heute darum, dass ich hier in 2 Stunden irgendwas aus dieser Maschine hier rausholen und ich habe noch Hey, da keinen gar keine Plan, Sorgen, wie. du Keine schaffst Sorgen, du das, schaffst das. Sven. Du brauchst überhaupt keine Sorgen. Das Ding Gut, hat ja das auch Ding hat ja auch Presets. Presets. Ja, ich glaube, mit denen werde ich mich auch hauptsächlich aufhalten und werde die halt auf mich ummodellieren. Ne? Und ja, 2 Stunden habe ich, Björn, richtig? Genau. 2 Stunden Und Zeit, was zu was bauen, zu was bauen, hinterher was wie ein Track hinterher wie ein Track klingt. klingt. ja, wir müssen dann nur jetzt gucken. Ich werde dich dann wahrscheinlich im Skype immer mal kurz muten, weil ich dann doch ein bisschen lauter produzieren werde. Nicht, dass bei dir voll die Distortion ankommt vom Mikrofon. Du wirst dich Allerdings, muten. na, wie mache ich denn das dann? Ne, wenn ich mich mute, hörst du Gut, mich ja nicht dann mehr. höre ich nichts Dann höre mehr. ich nichts Lass mehr. einfach Lass an, einfach an. lass laufen. Lass genau, Hier ist, hier ist. dann musst du in den Chat schreiben, wenn es zu laut wird für dich. Ja. Was? Man hört Delay, Björn. Sag mal was, Björn, während ich hier ganz Hallo, unten bin. hallo. Delay. Jetzt geht das hier Hallo? mit der Verwirrung weiter. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, weil es geht ja irgendwie gar nicht darum, dass wir uns unterhalten, delayfrei. Ja. Also ich kann mich Also ich auch kann noch, mich. also keine Ahnung, wo das Delay herkommt. Ja, super Delay. Björn hat Delay, aber egal. Ja, Hallo? das Ding Hallo? ist, ne, lasst mich das kurz erklären. Ich bin heute wegen den ganzen Anschlüssen über ein offenes Mic hier, ne, damit der Björn mich die ganze Zeit hören kann. Und ich produziere nicht mit Kopfhörern, sondern über Boxen. Und ich mache jetzt mal mein Mic aus und der Björn sagt ab jetzt einfach mal ein paar Wörter und dann sagt ihr mir, ob das immer noch Delay hat. So, jetzt sage ich ein paar Wörter. Wort 1 ist Topfzimmerpflanze. Wort 2 ist Chrysantheme. Und Wort 3 ist Doppelhubkolbenluftpumpe.
Ja, und siehst du, der Chat sagt, es ist weg. Es ist nämlich so, weil die Box steht relativ nah am Handy. Und wenn du natürlich was sprichst, du kommst über mein Ah Hauptaudio ja, dann und ah ja, mich doppelt, doppelt. ja. Genau, jetzt ist es Delay natürlich auch wieder da dann, ne? Aber das wird eh gleich gemutet. Danke auch für die ganzen Follows, für die neuen Subs, Tommy Divine, Lucky Man und Valley. Aber ich, wie gesagt, ich werde nicht so viel quatschen. Ich glaube, wir nutzen die Chance, es ist gleich 18:30 Uhr, dass wir um Starten jetzt, starten 18:30 Uhr jetzt. mit dem ganzen Kram beginnen. Und dann geht's los. Ich soll ich mal den Timer starten einfach? Ich habe ja einen Timer, Sven. Dann drücke ich jetzt mal Ich auf drücke jetzt mal Start. auf Start. Auf die 3 Minuten kommt es dann auch nicht mehr an. Dann würde ich mich jetzt für euch muten, Gang, und versuche mich hier durchzukämpfen. Und Ja, ich und ich babbel entschuldige einfach mich. mal die ganze. Ich babbel die ganze Zeit mal dann, ne? So, Genau. starten. Wir Ist müssen live, dann ist halt live. gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich werde Ableton, ich habe es extra aber auch so auf -6, damit man dich dann noch schön hört. Und ja, ich gucke einfach mal, was geht. Wie gesagt, heute bin ich ein bisschen abwesend. Gestern habe ich ja schon viel gequatscht. Und ich lege jetzt einfach mal los. Auf geht das. Ich quatsch deiner Gang einfach mal. Top der Witte quillt, genau. Ah, ich höre dich noch, das ist ja super. Genau, also, wenn der Sven was zu sagen hat, ich höre ihn noch, er kann mir dann sagen: Hey, sagt, richtet doch bitte mal meinen Chat aus. Soll euch vom Sven sagen, danke für das Abo. Für was ich mich auch entschuldigen muss, ich habe keine Ahnung, ähnlich wie bei Björn das war. Öfters, wenn ich jetzt hier Start drücke, wird irgendwie der Sequencer mit angehen. Ich versuche das immer schnell zu unterbinden, ne? Ja, also du, da musst du in Ableton in die MIDI-Einstellung einfach das Sync und so mit rausnehmen. Ja, was gab's heute Leckeres zu essen? Torge und ich hatten heute Pizza. Bei uns in den Köln-Arkaden. Und dazu mittags schon ein Glas Rotwein, Primitivo. Das war ganz nice. Weil wir sind also die gesamte Woche sind wir im Studio. Und verkabeln und bauen und weiß nicht was. Und heute war kurz bevor jetzt hier mit Sven am Start, haben wir alle Synthesizer angeschlossen. Das ist so geil, Leute. Es ist so geil. Das Studio ist einfach so schön geworden. Torge ist auch gerade nebenan. Der räumt noch ein bisschen auf und will jetzt auch gleich mal das MIDI-Setup noch fertig machen. Aber wir haben heute ohne Witz den ganzen Tag und auch gestern schon den ganzen Tag nur verkabelt. Das ist verrückt. Und nach dem Stream mache ich auch noch weiter. Also ich denke immer, es ist heute noch ein langer Tag hier. Und Samstag gibt es dann auch eine neue Folge. Studiobau. Beleuchtung im Studio. Welche meinst du im alten Studio oder jetzt im neuen? Die Lampen, die wir da so unter die Decke gehangen haben. Diese großen Glühbirnen. Ja, da passiert noch einiges im Studio. Also, das dritte Studio, was ich baue, bin da so happy mit. Weil ich einfach diesmal darauf geachtet habe, dass man sich wohlfühlt in dem Studio und dass alles passt. Ja, die hängende Lampe ist geil, ne? Vielleicht auch. Das ganze Studio wird so ein bisschen vintage-mäßig. Ja, ihr wollt das neue Studio sehen, aber ihr könnt euch denken, dass ich natürlich nichts, wirklich nichts, da irgendwie leake vorher, sondern dafür gibt es ja unsere Serie. Jetzt am Samstag seht ihr, was wir für Möbel reinbauen, den Studiotisch, was wir uns da ausgesucht haben.
Danach der Samstag machen wir die Core-Verkabelung, also haben einmal den Kern verkabelt, die Infrastruktur und dann die Synths. Viel mit Patchways, Wallboxes und so. Ja. Ja, ich glaube, leider Kanal, da werden jetzt nicht viele Einsen kommen. Die nächste One-Synth-Challenge steht übrigens auch schon. Wir haben eine Zusage von einem Hersteller, dass er mitmacht. Das ist nice. Ja, ich kann da leider nichts machen, wenn ich leise zum Synth-Sound bin. Das ist Sven sein Stream. Ich bin nur hier und rede. Ich kann lustige Effekte auf meine Stimme machen. Das geht. Genau, ich gebe die Verantwortung, habe ich weitergegeben. Sven, hörst du mich? Die Community findet, dass ich zu leise bin. Oder der Chat. Ja, ich bin zu leise im Verhältnis zum Synth. Ich glaube, du müsstest mich mal ein bisschen lauter drehen oder so, falls dir das möglich ist. Ja, ich weiß, ja, okay. Hallo DJ Pantau. Okay, ich sehe, der Sven hat jetzt einfach mal so ein paar Sounds aufgenommen. Und die schmeißt er sich jetzt sicherlich gleich in den Sampler rein. Baut sich damit was. Ich gebe ihm natürlich auch keine Tipps. Ich habe mir überlegt, dass wir uns vier gegenseitig bewerten, wenn wir uns nächste Woche unsere Ergebnisse anhören. Dass jeder so wie bei perfekten Dinner eine Nummer hochhält. Das finde ich irgendwie eine witzige Idee. Aber eigentlich finde ich nicht, dass wir uns untereinander bewerten, so dass man das einfach so stehen lässt. Weil die Challenge ist ja hinterher, die Challenge ist ja mit sich selber. Ne? Also, dass man selber versucht, in 2 Stunden was hinzukriegen. Das ist die Challenge. Die Challenge ist nicht untereinander. Und dann hat die Community die Challenge, einen Track zu produzieren, der uns gefällt, damit sie einen Zünd gewinnen können. Aber dass wir uns vier irgendwie bewerten, war nie geplant. Ich glaube, ich denke nochmal drüber nach, wie wir das machen. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was von euch dann kommt. Aber da werden sicherlich sehr, sehr gute Sachen bei sein. Und der Preis ist ja auch nicht schlecht, so ein Opsix zu gewinnen. Leute, ich muss mal ganz kurz mir einen Pulli anziehen. Hier ist kalt. Wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht, ne? Ich glaube, das ist so der einzige Ausschnitt hier im Sign momentan, wo keine Unordnung ist, wo nicht irgendwie Kabel, Kartons oder komische 19-Zoll-Rackgeräte rumliegen.
klingt doch schon ganz doof. Ich lausche einfach mal. Bin heute nicht so wie ich sehe, glaube ich. So, ich glaube, ich habe so einen kleinen Anfang gefunden. So einen minimalen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall direkt mal einen Kick. Ich brauche irgendwas going. Eigentlich hatte ich auch vor, mir mehr Themen erstmal zu bauen, aber ich glaube, ich schachtel mich da anders dadurch. Durchschachteln ist ein gutes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Sven gehört habt. Sven sagte auf jeden Fall gerade, dass er sich gut durchschachteln wird. Ich höre mich auch die ganze Zeit selber. Also. Versucht damit zu leben. Man muss einfach nur ganz schnell sprechen. Kurze, schnelle Sätze. Ich glaube, es gibt nur ein Kick-Preset, oder? Ich hätte alle Presets löschen sollen, bevor ich den schicke. Genau, ich glaube, Sven will sich jetzt auch gar nicht, dass er sein Mikro öffnen. Es ist so verwirrend, wenn man sich die ganze Zeit selber hört, aber so zeitversetzt. Sehr anstrengend. Alles gut. Hier lese ich gerade eine Frage, die an mich gerichtet worden ist. Die beantworte ich einfach mal. Wie oft ich mir noch Zeit nehme, selber zu produzieren. Ich kann eigentlich sagen, dass ich jetzt Break von so richtig produzieren
wenn ich jetzt mal diese kurzen Phasen, wo ich mal ein, zwei Wochen vielleicht mal was gemacht habe zu Hause, in Weihnachtsferien oder so rausnehme, habe ich eigentlich einen Break von 3 Jahren aktuell. Der hat mir auch gut getan, bin ich ehrlich. Weil ich eh nicht mehr so wusste, wo will ich eigentlich mit meinem eigenen Sound hin und habe das Sein aufgebaut und auch gar nicht so die Zeit und Muße dazu gehabt. Ich merke aber jetzt nach diesen 3 Jahren und jetzt auch, wo das Studio so langsam neu fertig ist, dass ich richtig, richtig Lust habe und Bock habe, was zu machen und auch wieder eine Vorstellung davon habe, was ich überhaupt machen möchte. Und ich werde mir jetzt bald sehr, sehr viel Zeit nehmen, wieder zu produzieren. Weil diese anstrengende Aufbauphase von Signed auch langsam vorbei ist. Hier im Hintergrund ganz viel funktioniert, auch ohne mich. Weil das Team weiß, was zu tun ist und ich Leute habe, die das alles gut betreuen. Und ich mich jetzt da so ein bisschen rausnehmen kann und in den nächsten Wochen und Monaten werde ich nochmal wieder ein paar Nachtschichten im Studio schmeißen. Ich werde sicher nicht Sein schließen. Bulli Boy. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Aber ich habe ja Leute, die hier arbeiten. Das Ding. Und trotzdem bin ich ja abends in Track-Feedback. Also ich hör ja nicht auf mit Sein. Ich muss nur nicht mehr jeden Tag so viel Arbeit da reinstecken wie am Anfang, wo noch nichts stand. Das ist ja aus dem Nichts gegründet hier. Jetzt merkt man langsam, kommt so eine Zeit des Durchatmens, wo man einfach mal sagt, so, hey, cool, läuft alles, alles, was da ist, ist da und zu machen. Die Folge aber auch, wir sind so hot momentan, was das angeht, mit dem neuen Studio. Ich möchte da noch nicht so drüber sprechen, in welche Richtung ich gehen werde. So, das werdet ihr dann hören. Vielleicht streame ich sogar über einen eigenen Twitch-Kanal, habe ich mal überlegt. Und wieder mal meine Producing-Sessions. Ja. Ich werde erstmal kein Techno machen, glaube ich. Und Gems machen. Aber wenn ich jetzt an meinem neuen Projekt arbeiten werde, möchte ich das ganz alleine und intim machen, weil ich finde, dass das. Ich muss den Kopf noch abnehmen, sonst höre ich mich nicht. Ich finde, wenn man Stream produziert, das ist ja was sehr Intimes und Leute einen da reinreden, dann hat man nicht nur seine eigene Schere im Kopf, sondern auch noch die. Im Chat, weil ich weiß ja, wie ihr seid. Ne? Ihr wertet ja auch direkt, was auch voll cool ist. Ihr wertet das, ihr sagt, hey, das klingt geil oder das klingt nicht geil, mehr Reverb, Kick hat zu viel Klick oder Bass hat zu viel Wumms. Und dann ist das ja am Ende nicht meine ungefilterte Musik, wenn ich das, weil ich das ja irgendwie auch mit reinziehe. Also, nein. Vielleicht versteht ihr so ein bisschen, was ich meine. Der Sven, ich setze mal die Kopfhörer auf. Wavetable zu nutzen in der Transition.
erlaubt. Ich habe am Samstag übrigens meinen ersten Gig nach Corona vor Menschen. Mal gespannt. Hey, danke für das Abo, Wunsch und Schatz noch. Ich verstehe die Frage nicht, Uto Bias. Wann ist der Björn? Wann der Gig ist? Achso, am Samstag. Jetzt ist der Gig. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Aber auch ungewohnt, irgendwie wieder vor so vielen Menschen zu spielen. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich sehr gespannt. In 2 Wochen spiele ich auf der Mayday in Polen und dann gibt es bald einen Gig im Bootshaus. Ja, und das war es dann wahrscheinlich auch für dieses Jahr. Das neue Setup tatsächlich nicht mehr erweitert, aber zu Mayday werde ich es noch erweitern. Doch in La, das ist im Schwarzwald. Der heißt jetzt wohl anders. Thank you.
Stimmt, ne? Ach so. So. Sven hat gesagt, dass er es total nervig finde, dass wenn man einen Kanal dupliziert, dass das Audio mit dupliziert wird. Dann seid ihr nicht böse, aber ich habe noch eine Mandarine, die hole ich mir jetzt. Habe ich jetzt Bock drauf, Bock zu machen. Ich denke, Sven ist dann in einer Stunde fertig, oder? So,
Entschuldigung für meine Abwesenheit die ganze Zeit. Ja, beziehungsweise, was heißt denn Entschuldigung? Ne? Ihr wisst ja, um was es hier geht. Halbe Stunde, dafür geht's schon fast. Dafür geht's schon fast. Ne? Also, ich bin noch nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was soll man machen? Ich muss das Beste draus machen. Ich muss ja sagen, ich habe heute Mittag die ganze Sache schon mal simuliert und da kam echt was Geiles bei raus. Und da ist das noch meilenweit entfernt, aber gucken wir mal hier. Deswegen Mittag habe ich mich nicht. vorbereitet, weil ich nicht wollte, dass mir vorher was Geiles passiert und ich dann im Stream denke, das muss ich jetzt nochmal toppen oder genauso hinkriegen. Und dann ist man ja schon verunsichert, weißt du? Deswegen habe ich mir gedacht, so, ne, ich lasse einfach mal auf mich zukommen. Übrigens, Leute. Sein gibt es den Halloween-Sale mal bis Montag. Ich glaube, so einen umfangreichen Sale auf alles, was wir im Stück machen, hatten wir noch nie. Sven, sein Workflow gefällt mir gut. So mit Sequencern arbeiten. Das hat es ja direkt in der Arrangement-Ansicht anfängt und nicht in der Loop-Ansicht. Ja, es ist auch richtig. Ich mag beides gerne. Ich muss das ja auch nochmal sagen. Ich habe gesagt, ich habe mir das abgewöhnt mit der Session-Ansicht irgendwie durch Logic und durchs Hardware produzieren. Ich mag es eigentlich viel mehr, wenn du halt in deinem Stück direkt vorankommst. Ich meine, ich verstehe auch das mit dem Arrangement und dass du dir die ganzen Clips untereinander machst und dann auch so, ja, okay, da muss das noch hin und das und dann klickst du rechts einfach deinen kompletten Track durch und arrangest den live. Ist auch ein cooler Ansatz, aber ich bin mehr so Tape-basiert, bin ich schneller und besser. Es gibt so Zustände im Producing, wo ich die Session-Ansicht bevorzuge, weil man in so einem Loop drin ist und sich überlegen kann, was mache ich denn jetzt hier und sich so vor den Loop gehen lassen kann. Aber in so systematischen, wie soll ich sagen, Prozessabschnitten, wo es, dann arbeite ich schon lieber auch gerne in der Arrangement-Ansicht, ja. Auch schon viele Tracks in der Arrangement-Ansicht angefangen. Viele in der Session. Das ist irgendwie so, kommt immer drauf an. Eine gute Idee. Loops slicen, Sequencer davor. Ja, Pullyboy, da muss immer so jeder so seine finden. Das ist voll okay, wenn du damit nicht klarkommst. Einige, die da Probleme mit haben. Es gibt Leute, die kommen nie in die Arrangement-Ansicht, weil sie nur in ihrem Loop hängen. Session an sich birgt die Gefahr, dass man eben nicht fertig wird, dass man da so hängen bleibt drin.
Feuer noch ein neues kommt. Aber morgen in dem Production Stream auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr auch So, ja, das wird doch ziemlich undergroundig irgendwie hier. Ich muss gerade mal leiser machen, wenn du mir jetzt antwortest, Björn. Mhm. Ich habe auch noch auf gar nichts im Chat geguckt. Oh, wir sind, oh, in Panik, 71 Leute. Hätte ich besser mal nicht geguckt. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Du bist schon 38 Minuten. Ach, du hast noch. Ich bin ja gleich fertig. Tja. Tja. Kann man auch früher schnell. Ich will immer nicht, Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Da ist noch einiges zu tun hier, aber ich glaube, ich bleibe doch hier ein bisschen im undergroundigeren Bereich. Ja, wir wissen, dass man mich doch hört. Das wird sich aber nicht ändern lassen. Ja, doch, jetzt hörst du. So, also, wenn ihr mich hört, ne? Gut, ich meine, es kommen ständig neue Leute, wir müssen es immer wieder erklären. Solange ich hier rede und mein Mic offen ist, ist Björn doppelt. Also, jetzt mache ich es zu, ab dann hört ihr ihn wieder. Genau. Ich bin heute quasi auch nur Gast in diesem Stream. Ich bin hier, um euch ein bisschen vorzulabern. Ich habe hier keinerlei Einfluss. Ich bin einfach nur mit Skype dabei. Ich lehne mich zurück und genieße die Show. Ich soll dich, Frank Parra, danke schön. Danke für die Abo. Ich gebe das so weiter, wie Sven mir das ins Ohr flüstert. Björn ferngesteuert. Ich sage jetzt immer alles, was Sven mir sagt. Das könnte. Nochmal Dankeschön, Frank Parra. Auch wieder für die Abo. Ja, man ist da immer schnell mit Ideen und nimmt sich Sachen vor und dann macht man es am Ende doch etwas anders. Ja, die Sache ist halt, man will halt hier nicht versagen. Ne? Also man ist halt wirklich froh, wenn man irgendwas hat, wo man sagen kann, okay, it keeps going. Ne? Ob das jetzt das Beste wird oder nicht, aber ich möchte auch nicht der Einzige in der Runde sein, der mit 16 Bars hängen bleibt. Ich habe mir gedacht, du machst dich viel zu viel verrückt. Guter Producer. Du weißt genau, wie man mit Hardware produziert. Gar keine Sorge gehabt.
Filter und die Mails zu klein und dann die gesamte Fangliga so langsam auf die 128 Takte dann eine Heiligkeit und dann ist doch schon mit dem Filter wieder auf die Mitte. Sorry.
Dario, das ist eine harte Zeit. 2:30 Uhr aufstehen zum Arbeiten. Was machst du denn beruflich, wenn ich fragen darf? Minuten sind rum. So, also ich würde sagen, es geht jetzt in einen Bereich, wo ich mal anfange, ein bisschen abzumischen untereinander. Verschaffe mir mal ein bisschen mehr Übersicht. Werd mal so Drums zu Drums machen, Synths zu Synths und so ein bisschen gucken, dass das jetzt alles so ein bisschen ein Gewand bekommt. Guck mal, Mixdown habe ich bei Guck mal, mir gar Mixdown habe ich nicht. bei mir gar nicht gemacht gehabt. Ja, Mixdown ist jetzt übertrieben, Ich war da so in aber Arrangement da und so ein Sounddesign Arrangement und und Sounddesign Vibe-Vertrieb. und Ich habe mir das jetzt Vibe-Vertrieb. neulich nochmal angehört Ich und noch habe mir mal gedacht, angehört, hey, habe wenn mir ich jetzt noch gedacht, hey, zwei wenn ich Stunden jetzt noch gehabt zwei hätte, Stunden gehabt dann hätte, wäre das noch ein dann wäre richtig das noch geiler ein Track geiler Track geworden. geworden. Und so ist es irgendwie So eine, ist es man merkt irgendwie richtig so eine eine angefangene angefangene Skizze, Skizze, wo wo überall, überall, wenn man sich wenn das man sich vorstellt, das vorstellt, so ein Stück Stein, wo so ein man als Stück Stein, Bildhauer wo man als rangegangen ist, da Bildhauer sind halt voll rangegangen Sachen, ist, voll hat viele viele Sachen einfach Sachen, noch nicht voll viele Sachen aus einfach noch nicht aus skulpturiert worden. So. skulptiert worden. Ja, aber ich finde, es musste sich auf gar keinen Fall verstecken. Ne? Also, ich habe vorhin auch noch mal reingehört, weil irgendjemand, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat gemeint, Björn hat echt abgeliefert. Habe Oh, ich noch das mal freut mich. reingehört Das und freut mich. ja, Björn hat echt abgeliefert. Von daher, mach dir keine Sorgen. Ach, So, ich Sorgen sowieso mute nicht mich nochmal. Wir nochmal. bewerten ja nicht untereinander. Bewerten ja So. nicht Ich fand untereinander. bisher Ich fand Robert bisher und auch Silvio Robert und auch auch gut. Silvio Da, auch gut. das. Ja. Ich die ganze Zeit, ob ich bei der nächsten One Synth Challenge noch mal mitmache oder ob ich mich mal rausnehme, weil auf den Synth hätte ich wirklich Bock. Aber ich packe jetzt einfach aus, welcher Synth das nächste Mal ist. Peak von Ovation. Ist ja ein kleiner Kreis hier. Und auf den habe, also mit dem Peak komme ich auch gut klar. Das ist für mich ein To-Go-Synth. Mit dem macht Schrauben auch nochmal mehr Spaß. Quark Op 6, geil sind, aber ein bisschen friemelig zu programmieren. Ja, meinst du, als Zweier, bei einer musst du die Drums machen, einer den Synth? Auch geil. Geile Idee. Weiß einfach, was er macht. Er hat sein Workflow. Er ist nice, wirklich. Good job, man. Ja, das ist einfach vielleicht eine geile Idee. Der eine hat dann nur den Drum, der andere nur den Synth und dann müssen beide in 2 Stunden eine Live-Performance vorbereiten. Müssen 10 Minuten Live-Performance, die richtig geil ist.
Der Sud ist per Post. Ich werde mir keine Ahnung verschickt. Also man hat voll die Idee im Kopf. Denkt so, boah. So. Hat den ganzen Track schon vor sich. Und dann setzt du den Computer und nix. Kenne ich. Das bringt dann zu verzweifeln. Dann stellt man, dass man irgendwas baut und man denkt, das ist geil, ist man so versteift darauf, den Sound in seinem Kopf zu setzen. Aber manchmal ist es einfach besser, mit der Maschine zu arbeiten und zu sagen, das ist jetzt geil, das nehme ich, statt die Idee, die man nicht hat. Jetzt ganz klar, ich nenne dich Matze. Ich habe immer voll die Probleme, eure Chatnamen hier rauszufinden. Also bis eine gute Stunde noch. Unser Bot ist raus, ja. Ja, das fand ich gut. Also ich glaube, die Idee im Kopf kann ein Hindernis sein. Während des Produzierens, wenn man dann auf einmal denkt, boah, Alter, jetzt ein Opel oder jetzt noch das, dann ist geil. Von woher mit so einer schwanger so eine Sache reinzugehen, ist verdammt. Das ist total falsch, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen versprechen möchte, wie jetzt Personal sprechen will.
paar Angestellte arbeiten mit einigen Freiberuflern zusammen. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal anfangen, irgendwas zusammenzubasteln hier. Gerade der Matze. Fühlt immer leiser. Vielleicht, weil ich auch immer leiser spreche, wenn ich so bin. So. Werde ich weggeduckt durch die Musik. Oh, jetzt habe ich aber Delay hier, oder? Kann das sein? Hallo? Hey. Ho. Die hier neu beim Sven und wenn du mal jetzt ein Abo da lasst, am besten sogar eine Subscription.
Mix von DJ Pantau. Yeah. Moment. Winkt. Ich glaube, ich mache mir einen Klöver. Torge, komm mal kurz winken. Moin. Torge ist ultra zu lange mit Kabel und Schnaden. LG von Torgen. Ich mach mir mal kurz einen Glühwein. Schönen Glühwein. Form echt. Aus der 31. Allein habe ich dazu so komische Mischung, aber. Ja, wir gucken mal auf die Uhr.
kannst sie auch am zweiten Rechner freischalten, die Kickzilla-Sache. Du musst einfach eine E-Mail an info@zein.de schreiben. Wenn du da eine Bestellnummer hast, gibst du die mit durch und dann kriegst du eine neue. Wollte ich jetzt machen. Achso, die Uhrzeit. Boah, langer Tag schon, Leute. Eine Stunde um 10 sind wir schon dran. 50 Minuten hat der Sven noch. Aber da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Jetzt ein bisschen älter wie anderthalb Jahre. Ich glaube, der hat noch keine Albträume. Manchmal denke ich, der träumt dann so von Matschepfützen oder sowas. Oder dass er den Schokokeks nicht haben darf. Aber gerade hat mir meine Frau geschrieben, dass er sich wohl beim Toben bis er den Kinn auf die Tischkante und wohl ein dolles Bein gehabt. Mittlerweile seine Flasche selber. Morgens früh, weil er so nachts so viel trinkt, kommt er aus dem Bett wie so ein Cowboy, weil die Pampers so voll ist. Ja, süß. So, genug Kindertalk hier. Oh, Pullyboy, echt eine Narbe? Eine, die. Aber das verwechselt sich mit den Jahren, oder meinst du, geht nicht mehr weg? Und springt und jetzt lässt er sich immer rückwärts fallen und lacht dabei und manchmal denke ich mir so, Alter, du guckst doch gar nicht nach hinten. Oh, Metallschiene klingt auch schmerzhaft. Ey, dann noch ins Krankenhaus, ja. Krankenhaus mussten wir mit ihm zum Glück noch nicht. Aber das kommt sicherlich noch.
Ja, genau. Kinder müssen toben und laut sein und sich. Wir haben unsere Wohnung so weit gesichert, dass er eigentlich sich nirgendwo richtig wehtun kann. Wir hatten auf der Kante auch so eine Plastikknöpfe, hat meine Frau gerade gesagt. Ich sagte, wären die nicht gewesen, dann aua. Ja, mein Papa kann ja mal erzählen, wie ich so getobt habe hier. Bin und höre Kinder, die laut sind und höre dann die Eltern sagen, boah, sei mal leise oder so, dann denke ich mir mal, was ist mit dir los? Diese Kinder müssen doch nicht leise sein. Also wirklich. Wenn man denkt, man geht irgendwo hin, wo es leise sein soll, dann geht man da halt besser nicht mit seinen Kindern hin. Ja, jetzt nicht ins Wellnesshotel mit meinem Kurzen. Man alle da so schön am Pool liegen und nee, ne, dann oder essen gehen, wo alle ganz leise sitzen. Ja, auch mit dem nicht. Aber wenn ich weiß, draußen, da sind viele Kinder, kann man spielen, da muss man auch als Eltern einfach gucken, wo kann man hin. Aber niemals sagt man zum Kind, sei mal leise jetzt. Meine Einstellung. Bald mal Erziehungstalk auf Twitch machen. Vatertalk. Du kannst deine Kinder überall mit hinnehmen, natürlich. Dann musst du aber entweder so eine Resilienz haben, dass dir das scheißegal ist, wie die Leute gucken und ob du Leute störst. Also so richtig so Scheiß auf alles. Einstellungen haben, finde ich aber nicht richtig, weil es gibt einfach Situationen, wo man, ne, wo man andere auch nicht stören möchte. Ja. Aber da, wo man sie mit hinnimmt, sollte man einfach damit klarkommen, dass sie auch laut sind. Anderthalbjährigen Kind in 6 Stunden zumuten. Warum? Sicherlich gibt es da Ausnahmen, Todesfall, Beerdigung, Umfliegen, aber auch dann. Ja, also. Ich würde nicht ins Flugzeug steigen. Noch nicht mal 1-2 Stunden. Warum? Was hat er davon? Für den ist das Gras woanders nicht grüner. Mit dem muss ich nur eine Straße weitergehen, da ist für den Neuland, hat er noch nicht entdeckt. Kasimir. Ja, kommen wir mal zurück zum Eigentlichen hier, ne? Hey, Walli. Ja, cool. Warte. Süßes Alter. Das Sven ist gut im Tunnel, man merkt, das ist ein Arrangement-Modus. Drüber bügeln. Ja, ich mach mal, hallo, Mikro, einen kurzen Lagebericht. Hallo Sven. Weil ich habe mich jetzt mal mit dem abgefunden, was ich da habe. Kann man aber auch. Ja, ich bin nicht so super begeistert, aber
Es ist auf jeden Fall irgendwie ein runder Track, so an sich, ne? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, oder? Du hast noch 40 Minuten Du Zeit. hast noch 40 Minuten Zeit. Na gut, naja, dann bin ich ja sowieso. Was rege ich mich schon über irgendwas auf? Ich muss es mal ein bisschen auf mich wirken lassen. An sich die Geiler Move Basis wäre finde ich jetzt schon einfach zu sagen, ich interessant. fange jetzt Aber einfach zu sagen, von ich fange noch mal von vorne an. vorne. Ich kann vielleicht gegen Ende, wenn wir fertig sind, wenn ich früher fertig bin, mal zeigen, was ich schon vorher gemacht habe. In so kleinen 30-Minuten-Challenges. Aber das hier ist Vergleich auf jetzt jeden Fall selber. nicht die Vergleich Lösung. jetzt Du selber. Das ist das vergleichst jetzt Problem. Du deine eigene vergleichst jetzt Leistung deine mit der eigene Leistung mit jetzigen. der jetzigen. Hast du Ich hätte interessant? so gern Hast das du interessant? Erste, was ich gemacht Nein. habe, hätte ich so gern hier Nein. im Stream gehabt. Aber ja, ich mach mal weiter. Ich habe ja noch ein bisschen zu tun. Mal Ich hoffe, ihr weiter. habt Spaß mit Mal Björn. weiter. Ja. Aber du, ey, komm, Ich du hast ja schon 6 Minuten Arrangement, 5:30. Das sieht gut aus, klingt gut. Ja, klingt gut kann man jetzt, ne? Aber es ist an sich alles so da, ne? Also man könnte es jetzt bestimmt spielen. Ey, guck mal, ich habe einen Wassermarsch, da hat jemand Mitleid mit mir. Ich habe ja hier so ein ganz. Das ist schon verhungert, es ist schon warm. Prost. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Fan. Ich Ich weiß habe nicht, mir ob du es zwischendurch bekommen mitbekommen hast, hast, Fan. Fan. Ich habe mir Ja. zwischendurch Glühwein gemacht. Echt? Den trinke ich hier gerade. Den Aus trinke der ich hier gerade. 303-Tasse. Die Aus der übrigens auch alle im 303-Tasse. Sale Die sind. übrigens Ne? auch Alle alle in im unserer Tasche, Sale sind. ganzen Ne? Merch ist im Sale. Der noch Weihnachtsgeschenke sucht für seine Besten. Sein.de. Sein.de. Ja, stabile Tassen habe ich. Na gut, wenn die runterfallen, gehen die kaputt, aber so stabil sind die nicht. So geil, der Torge ist im Studio und die Tischplatte hier, die wackelt, wenn der Bass da im Studio losgeht. Ist so richtig am Vibrieren hier. Das ist ein gutes Zeichen. Leute, ihr werdet. Dieses Studio ist einfach so geil. Das ist mein absolutes Traumstudio. Und auch alle sagen: Boah, was ein geiles Studio, weil es einfach schön ist, weil man da geil gerne drin sitzt. Ah. So Bock jetzt die Wintermonate in diesem Studio zu verbringen. Ja, der Bass bleibt irgendwie nicht in den Bassfall. Nein, ist noch nicht komplett ready. Wir sind jetzt wirklich die letzte Woche jeden Tag 8 Stunden am Bauen. Und heute sind wir so weit gekommen, dass alle Synthesizer verkabelt sind. Alles Synthesizer verkabelt. Torge kümmert sich gerade ums MIDI-Setup, testet aber alles durch, weil wir ja Patchbays haben, Mischpult und so. Was wir morgen machen, sind die Monitore aufbauen, richtige Position finden. Wir müssen auch immer dabei drehen, ja? Also der Kameramann, der hat jetzt schon Feierabend, jetzt wird jetzt auch gerade nicht gedreht, aber morgen wird die Monitorposition festgestellt. Vielleicht machen wir so das DJ-Pult ready. Und dann kommt noch der Computer. Muss noch alles eigentlich werden. Wir steigen ja auf Linux um. Wir haben uns so eine Audio-Workstation bauen lassen. Die sind alle gleich groß. Alle gleichen Tasten, nur andere Farben und andere. Nein, wir haben die vom kleinen Studio rübergeholt. Die waren ja auch alle nicht mehr angeschlossen. Das kleine Studio, da stand da alles gut. Es hat nicht funktioniert und es war ein Kabelbus. Da hatte auch keiner Bock mehr, mit zu arbeiten. Jetzt haben wir wirklich alle Synths von dem kleinen Studio rüber ins Größere. Und wir hatten auch noch ein paar Synths, die im Regal stehen, die gar nicht benutzt worden sind. Das hat sich heute angefühlt, als hätten wir die Synths neu, als wäre es alles neu. Ich habe noch nicht einmal mit dem Problem gearbeitet. Wir haben den schon seit einem Dreivierteljahr. Geil. Aber es gibt ein paar neue. Das kleine Studio steht jetzt erstmal leer. Eventuell wird es so. Ah, ich weiß es noch nicht, was es wird. Eventuell vermiete ich es unter, da habe ich schon ein Interessent. Und zwar Dankmar Klein von Novation.
der will das eventuell mieten. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich so die Cutters reinmachen. Wenn unser Cutter mit dem zum Großraumbüro sitzt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn der Cutter so. Vielleicht nutzen wir es aber auch als Raum für Track-Feedbacks oder auch da. Weil es 11 Mann später schon. Mit allem Druck kann das vielleicht auch. 6 Quadratmeter Fläche. Also 6 Quadratmeter. Das ist aus dem Fenster. Kein Fenster, aber ich merke jetzt schon, wie geil das Fenster ist. Das ist wie mit bei uns auf dem Kanal hochgeladen. Leider noch nicht. Ich Geld schnell stapeln kann. Ich weiß nicht, ob man glücklich ist, wenn man Geldsteine stapeln kann. Leute bei uns immer mit PayPal. Barzahlung haben wir ja nicht. Halbe Stunde hat er ungefähr noch. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, jetzt mit einem zweiten Sound zu neuen Sound. Wir haben den meisten Speak hier. Das ist ein geiles Teil. Ja? Zumindest habe ich das gehört. Wir haben den hier seit weiß ich nicht wann und ich habe ihn auch noch nie benutzt. Aber er wurde heute angeschlossen. Mir sagt der DX200, du meinst den DX2000, oder? DX200 sagt mir nix. Also dieser Desktop ist ein Bändchen, ne? Kenn ich nicht. Mitgearbeitet. Deswegen kann hier kein Vergleich kommen. Ah, das ist geil mit den Wavetables. Und Chris, sag mir, ob ich richtig liege. Das Ding hat so einen geilen Low-Fi, oder?
hat immer so ein leichtes, so ein gritty Sound, oder? Ja, natürlich, das ist von Quark gesponsert. Also Quark hat uns die Synths zur Verfügung gestellt. Und wir haben einige Synth-Hersteller angesprochen. Quark hat Bock, hat gesagt, geile Geschichte, machen wir mit. Mit welchen Synth nehmen wir? Ob 6 war meine Idee, weil ich gedacht habe, komm FM, da kann man wirklich viel mitmachen. Lass sie mal ausprobieren. Und nächste One Synth Challenge stand von Novation gesponsert mit dem Peak. Ja, heute schon drüber gesprochen, ob ich selber noch zu produzieren komme. Nein, aber ich habe mir nicht nur vorgenommen, sondern auch schon alles so hingelegt, dass ich in den nächsten Wochen mich bei Sign ein bisschen zurücknehme, natürlich Streams und so weiter mache, aber die administrativen Aufgaben sind jetzt so weit in anderer Leute's Händen, dass ich mich mal auf mein neues Album konzentriere, auf mein neues Projekt. Sache machen, kann einen Kurs aufnehmen, passen, also viele Sachen rein, ich muss einfach so 8 bis 12, 16 Wochen Fenster schaffen, wo ich jeden Abend studieren und produzieren, nicht jeden Abend, aber 4, 5 Mal die Woche, ich glaube abends. Ja, morgens früh habe ich immer vertreten, das ist eine geile Sache, morgens weiter dran zu haben. Man hört es auch. Das ist scheiße. Ich spreche lauter ins Mikrofon und ich kann es noch lauter machen, aber dann wird es glaube ich gezerrt. Ja, dann erzähle ich jetzt mal nicht so viel. Wenn man mich eh nicht mehr versteht, oder hört man mich jetzt wieder besser, wenn ich näher am Mikrofon bin? Ich könnte gerade sagen, ob man mich jetzt versteht, wenn ich eben so nah am Mikrofon bin. Na, okay. Also, ich werde wieder Musik produzieren, habe mir meinen Part umgelegt, alles so gemacht, dass ich mit Sign nicht 100% da sein muss, sondern ich habe ein sehr, sehr gutes Team, was alles für mich abwickeln kann. Dass ich mal einfach ein paar Wochen rausziehen kann, um dann mal wieder Musik zu produzieren. Ich hab Ideen, ich habe richtig Feuer, ich habe 3 Jahre von dem haben jetzt ausgereicht, um jetzt mal wieder zu arbeiten, ja, im Studio zu arbeiten. Und ich will mein drittes Album machen. Mein viertes, wenn man das mit Virgil Enzinger mal noch dazu gibt, was ja eine Kooperation war.
Sofa-Zeiten hat hier 5 Abos rausgehauen. Krass. In Svens Namen, vielen, vielen Dank. Hey, klar, dafür muss ich hier auch nochmal kurz Pause machen. Sofa ist ja einer meiner Mods hier. Der war sehr lang auf dem Sofa verschollen, habe ich das Gefühl. Schön, dass du da bist und was ein Comeback, mein Lieber. Vielen Dank für 5 Abos. Ich hoffe, es macht sonst allen anderen hier maximal Spaß. Ich glaube auch, ich komme wirklich langsam so zum Ende. Ich weiß irgendwie nicht mehr, was ich an dem Track machen soll. Das ist gut. Wäre das frech, wenn ich einfach vorher schon sage, dass ich keine Ahnung habe, was ich an dem Ding noch machen soll. Ich glaube, meine Kreativität an dieser Nummer ist für Stand jetzt irgendwie ausgereizt. Ich habe jetzt irgendwie mal noch versucht, so ein paar Sweeps da reinzumachen, auch einfach nur aus dem Grund dessen, weil die Leute ja auch Sounds brauchen, um auch ein bisschen was zu produzieren. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich so gar nicht reingemacht, aber damit ihr noch so einen schönen Song-Sweep habt, habe ich noch einen eingebaut. Ja, ansonsten finde ich, dass die Sache relativ, ja, überproduziert ist schon fast. Es ist schon fast zu viel los, finde ich. Der Björn ist am Handy. Techno lieben Leben. Techno lieben Leben. 400 Bits. Dankeschön. 400. Genau, danke für 400 Bits auch an Technolim und Leben. Und dann eine Frage an mich, ob ich schon eine Vorstellung habe, wie schnell meine Tracks werden sollen. 140 BPM circa. Ich lege mich da nicht fest, BPM-technisch. Es wird irgendwas zwischen 90 BPM und 150. Weil ich würde jetzt nicht sagen, jeder Track auf so einem Album muss eine bestimmte BPM-Zahl haben. Aber es wird kein. Ich glaube nicht, dass es ein Hard-Techno oder den aktuellen Trend in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt. Gar nicht. Null. Ich habe übrigens mal gespeichert jetzt. Ich habe mal gespeichert. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Ja, sollen wir die Nummer einfach einmal komplett durchhören? So einfach mal, um zu gucken. Vielleicht fällt mir ja dann noch was auf. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da dazu machen soll. Durchhören, vielleicht auch nochmal Änderungen machen. Wie lange hätte ich denn in general noch? Du hättest jetzt noch 25 Minuten. Ja, das ist doch in Ordnung. Wir hören das Ding einfach mal durch. Ja, gerne. Thank you.
fast 2 Stunden eine Riesenleistung. Bist du jetzt weg oder wartest du noch kurz? So lange nicht mehr, sind eigentlich durch. Ja, ich würde auch sagen, also ich wüsste nicht, ich würde vielleicht doch die ein oder andere vielleicht auf die Kick noch ein Transient legen oder sowas, aber ist jetzt glaube ich nicht notwendig, oder? Braucht ihr unbedingt eine Rimshot in dem Track? Ist ja jetzt nichts, was released werden soll, oder? Also du bist schneller als Robert, also du bist schneller als Robert und hast eine soliden Techno schon gemacht. Ich finde das Ergebnis schon 15 Minuten. Wenn du möchtest, zieh durch. Ansonsten würde ich den Timer jetzt beenden. Gibt es auch keine extra Punkte? Ja, lass einfach zumachen. Ich könnte vielleicht den Leuten noch zeigen, was ich sonst noch mit dem Synth gemacht habe in auch kürzester Zeit. Wenn denn sowas noch in die Show passt. Ich meine, okay, du bist ja bei mir, ne? Wenn ich sage, so, wir gucken noch. Kannst du das machen? Ich kann aber auch einfach bei Skype auflegen. Ja, ist gespeichert jetzt auf jeden Fall hier die Sache. Also ich bin ehrlich, mir passt es, wenn ich gleich rausgehen kann. Ich habe morgen um 8 Uhr morgens noch einen Termin bei der Physio. Ich habe noch eine Fahrt nach Hause und will jetzt gleich abhauen und ich wollte vorher noch mal mit ihm ein kurzes Status-Update machen, was das Studio angeht. Also ja. Ja. Ja, es ist deine Sache. Du bist Gast, Björn, beziehungsweise Host eigentlich eher von der Sache. Nee, wir haben das umgedreht. Also ich bin Gast in deinem Stream und das ist zwar eine Challenge, die von uns initiiert wurde, aber trotzdem will ich noch hören, was du vorher gemacht hast. Das interessiert mich ja schon. Ja, das sind ja auch nur Loops. Komm, wir gehen mal durch hier. Ne? Also ich habe zum Beispiel, guck mal, es gibt 3 Stück. Den da habe ich, glaube ich, heute Mittag gemacht, als ich mich ein bisschen in den Synth einarbeiten wollte. Das geht auch nicht lang. Wir gucken mal. Da hatte ich, glaube ich, auch die Idee mit dem mystischen Pad. Aber mir gefällt immer noch das allererste am besten. Das werde zugegebenermaßen, hallo, Mikrofon, ach, das ist blöd, dass es heute hier übers Handy geht. Ja, das war jetzt nicht so der Hammer, ich glaube, die anderen zwei sind cooler. Ich zeige euch mal den ersten, den allerersten, als ich den bekommen habe. Das müsste der hier gewesen sein. Das ist nur so ein ganz kurzer Loop und der gefällt mir wirklich am besten. Was ist das? Das ist auch irgendwas anderes, auf jeden Fall nicht der kurze Loop. Das ist das, was du heute gemacht hast, gerade eben. Oder? Ah, okay, sieht aber vom Arrangement fast so aus. Auch geil.
Das ist schon nice. Das ist schon nice. Ja, das war quasi mein Test, um mich heute auf den Stream so richtig vorzubereiten. Ich hatte aber irgendwo noch eins. Das hieß, glaube ich, einfach nur Ob 6. Wie Ah, hat dir denn hier, der Ob 6 da. gefallen Wie eigentlich, hat dir denn Sobi? der Ob Was sagst 6 du zu dem gefallen Synth? eigentlich, Sobi? Was sagst du zu dem Synth? Ehrliche Oh, Meinung. ja, ich Ehrliche Meinung. Also ich glaube, ich persönlich würde ihn mir wahrscheinlich nicht kaufen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin vollkommen zufrieden mit FM-Synthese im Rechner und halt ein Riesenfan des Digitones. Für mich so von der Übersicht und so, ne? Ich hatte jetzt aber halt auch echt wenig Zeit, mich mit dem Synth zu beschäftigen. Und ich meine, gerade der Loop, den ich jetzt gleich zeige, der da rauskommt, der zeigt halt, du kannst damit richtig geile Sachen machen. Aber ich finde ihn vom Handling, ne? Also ich als Elektron-User, wo schon jeder sagt, Alter, Elektron, geh weg, Alter, nur Untermenüs und immer diese 8 Potties. Aber ich finde es logischer aufgebaut. Ne? Ich finde es auch hier komisch, dass du für alles Endlosregler hast, sei es für einen Cut-Off, für alles Mögliche, für ein ADSR und so weiter und so fort. Ich meine, das ist bei Elektron auch. Aber irgendwie finde ich das zu verschachtelt und zu viel rumgeklicke und das wirklich von jemandem, der von Elektron kommt. Ne? Also ich bin halt viel mehr mittlerweile, ne, Korg weiß ja, wie es geht. Ne? Ich sag nur Minilogue. Minilogue, einer der besten Neuzeit-Synths der Welt. Wird es wahrscheinlich auch lange bleiben. Aber ich finde, der hier ist irgendwie in sich zu verschachtelt. Du kriegst auch nicht richtig mit, was du wirklich hier an den Operatoren einstellst. Da hätte ich mir über jedem Operator lieber noch so ein Ratio-Anzeige oder sowas, so, dass du überall direkt siehst und dann vielleicht auch hier daneben irgendwie, in welchem Algorithmus du bist. Für mich ist das so ein bisschen zu unübersichtlich, muss ich sagen. Aber so soundmäßig und so finde ich ihn schon absolut in Ordnung. Ne? Cool. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht Kork zerschossen, aber Nein, ich alles finde, gut. dieses kleine Wir Display sind ja in der wird Challenge den nicht Synth. verpflichtet, Gutes zu sagen, soll ja authentisch Nee, und ich richtig finde halt bleiben. das kleine Display, Und das macht es halt. ist ja deine Meinung. Ja, also, ich meine, wenn die mich fragen würden, Sven, was hältst du von dem Synth, was können wir besser machen? Wie gesagt, also ich würde hier mal jedem Operator würde ich irgendwie ein Display geben, wo du Ratio und Fixed Ratio sehen kannst. Hier hätte ich noch irgendwie ein Fenster hingemacht, wo du siehst, in welchem Algorithmus du bist, dass du das auch mal, wenn du eine Einstellung hast, einfach mal umstellen kannst, wie auch im Ableton Operator oder auch in anderen Synths, ne? Dass du direkt schnell hergehen kannst, hast jetzt vielleicht einen Sound, der so cool ist, aber vielleicht klingt er auf Algorithmus 16 oder auf 12 viel geiler, dass du einfach die Möglichkeit hast, da schnell mal durchzugehen und so. Und dieses haptische und dieses schnelle Ausprobieren, das fehlt dem Synth meiner Meinung nach. Also es ist wirklich was für Leute, die wissen, was FM ist. Ne? Ja, FM ist so Da ultra kommt. komplex, schwer, das in einer Kiste zu packen, wo man dann wirklich ist, what you see is what you get bekommt. Das wäre ein sehr großer Synth, aber ich stimme dir zu, dass er sehr verschachtelt und etwas clicky ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das soll jetzt den Synth auch nicht schlecht machen, ne? Sondern ich rede vom Handling. Und für mich ist mittlerweile, wenn ich mir Hardware kaufe, ist es bei mir wegen Handling, wegen Haptik. Und das wird hier nicht so hundertprozentig erfüllt. Also ich hätte mir da halt echt ein anderes Display gewünscht. Ein bisschen mehr Übersicht über alles, was man so tut, ne? Auch klar, man arbeitet ja auch mit den Händen viel an Hardware, ne? Natürlich überwiegend, ne? Aber ich finde so ein bisschen, also ich finde, da hat mir die kleine Kiste Korg Volca FM hat mir mehr auf die Schnelle gegeben als er jetzt hier. Ne? Und das ist halt wirklich was zum tief reingehen. Ne? Also wer Bock auf sowas hat und da auf Soundtüftel reinsteht, der kommt ja auf jeden Fall auf seine Kosten. Aber ich sag mal, in meinem Studio jetzt, dass ich es schade finde, dass ich ihn hergeben muss und so. Klar, man sammelt gerne Synths, ne? Aber ja, das klingt jetzt so super negativ, ne? Ich meine, das ist ein geiler Synth, aber mir fehlt es so an der Menüführung irgendwie. Weißt du, was geil wäre, wenn es so eine Art Overbridge für den geben würde, ne? Dass so ein Plugin wie jetzt So ein der Editor, DX7 von ja. So ein Artorion, Editor. genau, wenn das irgendwie noch dabei wäre, das wäre dann richtig genial, glaube ich. Quinto fragt, wie der Klang beurteilt wird.
Mit den Ohren. Nein, also ich, wie du den Klang beurteilst. So. Ach so. So, ja. Ja, FM-ig. Halt teilweise etwas metallisch. Ja, also ich meine, vom Klang her ist er auf jeden Fall geil. Was, ne? So beurteilungsmäßig, klanglich gebe ich der Sache ein Go. Ich gebe der in ganz vielen Dingen ein Go, außer halt im Handling. Ne? Ich finde, ne, wenn man sich mit FM-Synthese beschäftigt, ne, ihr habt 6 Operatoren. Ne? Ich glaube, 3 so und 3, die ihr noch gegeneinander verstimmen könnt. Und dann habt ihr die ganzen Algorithmen, dann habt ihr LFO. Und Ringmodulation und, ja. Und ihr müsst und da halt alles. Auf so, ist schon krass, ja. Krass, ja. Genau, und das Problem ist halt, ohne, komm, ich habe dann genug drauf rumgeritten, ihr seht halt einfach alles nur in diesem kleinen Display, ne? Und ihr müsst dann hier durchklicken und müsst euch für jede Sache einfach merken, okay, was ist jetzt wie? Ich denke mal, das ist ähnlich wie bei den Elektronkisten, ne? Da hat man am Anfang auch gedacht, oh Gott, sind das Untermenüs. Irgendwann, wenn du den Synth drin hast, mit Sicherheit sau easy, ne? Dann denkst du dir, ach, wie konnte ich am Anfang meckern, dass ich keine Übersicht habe? Aber jetzt so als Ersteindruck hat er mich so ein bisschen überfordert, ihn schnell kennenzulernen. Und ich hatte ja nur einen Tag oder so. Und deshalb habe ich halt auch überwiegend versucht, jetzt hier Presets zu verwurschteln. Ich zeige euch aber mal hier noch meinen allerersten Loop. Den habe ich gemacht. Ich habe das Ding auch. Hör ich mir auch noch an und dann würde ich mich verabschieden. Ja, da machen wir dann mit, schätze ich. Und da habe ich das Teil ausgepackt und hab angeschlossen und dachte, komm, mach's einfach mal was. Und das hätte ich besser direkt gemacht jetzt hier, weil ich finde, der ist. Ja, das war so der erste Loop. Vielleicht mache ich sogar an dem ein bisschen weiter oder wir können eigentlich auch mal schauen. Also sind das feste Regeln, dass wir nur aus diesen Tracks die Sachen nehmen? Wenn nicht, würde ich die Sachen vielleicht auch noch einfach rausrendern für die Leute. Muss ich mal, aber ist dann ein bisschen komisch, oder? Nur die aus dem Track. Lass uns nur die aus dem Track nehmen. Dann nehmen wir nur die aus dem. Dann nehmen wir nur die aus dem Track. Ja, da war auch eine Clap am Start. Könnt ihr eigentlich mein Audio gut verstehen? Weil irgendwie zeigt mir OBS die ganze Zeit an, dass ich abgehackt wäre. Obwohl es gar nicht sein kann. Übrigens auch danke an Vodafone, dass ihr keine Lags mehr macht hier. Jetzt könnt ihr gerne damit anfangen. Wir sind fertig. Ein Stream mit null ausgelassenen Frames. Unfassbar. Ja, Wahnsinn. Der lief gut. 85 Zuschauer haben wir gerade noch und ich würde mich jetzt verabschieden. Danke, dass ihr Teil der Swan Synth Challenge war. Wer das Ganze nochmal sehen möchte, der kann einfach auf unseren Sign-Kanal gehen. Da wird das Video, glaube ich, am Montag hochgeladen. Und nächste Woche Donnerstag sehen wir vier uns wieder. Sven ist am Start, Robert ist am Start, Ausi ist am Start, ich. Wir machen einen Talk, wir hören uns unsere Tracks an, sprechen ein bisschen über einen Synth, Nerd Talk. Dann bekommt ihr die Sample zur Verfügung gestellt, könnt mitmachen und habt die Möglichkeit, den Op 6 zu gewinnen. Signiert von uns allen Vieren. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Sven, danke fürs Mitmachen. Schön, dass ich mal auf deinem Kanal wieder dabei sein durfte. Vielleicht auch bald wieder im Track-Feedback oder so. Du bei uns im Track-Feedback. Danke fürs Mitmachen. Klar, wir schachteln das hin und her, ne? Wie immer. Genau, und ich würde jetzt einfach mal bei Skype den roten Button drücken und dann bin ich raus. Oder willst du dich noch verabschieden? Wir gehen zusammen raus. Wie machen wir es? Ja, also rein theoretisch, da wir fertig sind, kann ich mich eigentlich mit verabschieden, weil ich wüsste eh nicht, was ich im Anschluss noch machen soll. Ich bin ja auch morgen wieder da mit einem DJ-Set. Ich sag danke, Björn, dass du mich eingeladen hast für die Challenge. Ich muss sagen, bei der Peak-Challenge wäre ich auch noch gern dabei gewesen, aber komm, wir lassen andere ran. Ich glaube, da hätte ich geilere Ergebnisse erzielt.
Aber ja, danke, dass du dabei warst und sehr gerne wieder bei euch im Track-Feedback. Verdammt, jetzt geht's aber los. Sehr gerne auch nochmal hier. Ich denke, die Gang hat da Bock drauf. Könnt ihr mal eine 1 da lassen, wenn ihr das gegenseitig sehen wollt im Chat jetzt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir raus. Obwohl, wir könnten noch einen Raid machen vielleicht, wenn wir schon hier so ein paar Leute sind. Wen haben wir denn am Start? Ist irgendjemand online, den man raiden könnte? Ich gehe dann schon mal raus. Danke. Ich gehe dann schon mal raus. Danke. Tschüss. Alles klar, Björn. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke dir fürs Dabeisein. Ciao, ciao. Tschüssi. Mensch, da wollte der Björn aber los jetzt hier, oder? Also ich würde ja sagen, wir müssen noch so einen Raid machen. Ich muss mal hier die Cam, komm, ich hole das mal alles ein bisschen näher zu mir. Dann ist zwar die ganze Einstellung... Holla, die Waldfee. Jetzt ist die Cam kurz mal runtergefallen. Was soll's. Aber dann hört er mich besser. Na, der hat's ganz schön eilig jetzt zum Schluss. Ich sehe aber niemanden, den wir raiden können. Außer Talla vielleicht. Talla ist online. Drück mal eine Taste vom Keyboard. Komm ich. Ich sag ja, wir machen jetzt Schluss. Ja, morgen wieder in altbewährter Dingsig. Ich würde sagen, wir machen den Talla ein bisschen happy. Ich gucke mir gerade nochmal seine genaue Eddy an. Talla 2XLC. Das ist einfach. Und ich muss noch sagen, wem es hier jetzt heute Spaß gemacht hat und wer noch nicht gefolgt ist, der sollte das vielleicht machen, weil wir machen hier öfter. Ich mache hier DJ-Sets, wir machen hier auch Nerd-Talks, ich produziere etc. Wer da irgendwie Bock drauf hat, ne? Absolut... hier das Ganze zu verfolgen. Wir sind relativ aktiv. Wir haben eine coole Gang, eine coole Community schon. Wenn ihr da reinjoinen wollt, dann tut das. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich starte mal den Raid. Ihr könnt da gerne auch ein bisschen Welle machen. Die Abonnenten können ja, ja ein bisschen hier Witte Gang und so und den ein bisschen grüßen von uns. Und ansonsten sehen wir uns morgen so gegen 20 Uhr, 20:30 hier DJ-Set. 3, 4, 5, 6 Stunden machen wir. Die neuesten Tunes, die ich mir schon für letzte Woche gekauft habe und für Montag gekauft habe. Hau da rein. Tschüssi.